Für günstige, schnelle und sichere FIFA-Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft-Points, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und ja, heute habe ich ein richtig cooles Team für euch am Start, was ihr euch, denke ich mal, auch gerne mal nachbauen könntet. Denn es bockt sich wirklich sehr. Ich habe 3 5-Star-Skiller vorne im Sturm. Denk mal, das Hauptaugenmerk liegt auf, in Form Chicago. Der war jetzt, glaube ich, im letzten Team der Woche dabei oder ich glaube in diesem Team of the Tournament. 7 Spiele, 10 Tore, geht bei mir richtig ab. Habe ich 19.000 für gezahlt. Ich guck mal, wie er momentan steht. Oh, ist sogar deutlich noch, ja, okay, 30.000. Also ist definitiv immer noch finanzierbar. Macht bei mir einen richtig, richtig geilen Eindruck. Ich finde ihn ohne Witz besser als Ibrahimovic. Kein Scheiß. Er ist meiner Meinung nach besser als Ibrahimovic, aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Dann haben wir hier noch Quaresma. Rechts vorne, 7 Spiele, 1 Tor, 6 Vorlagen, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier noch Memphis Depay auf der linken Seite. Den habe ich schon auf ein paar anderen Teams getestet. Also 3 5-Star-Skiller vorne. Dann Chermiti, eine sehr teure Chemiehure, 26.000 Coins, gibt dem Chicago eben Perfect Link. Hat sich sogar im Preis gehalten, sehr teuer. Aber gut, 4-Star-Skills kann man benutzen als ZOM. Ich mache jetzt nichts Besonderes mit ihm, er ist einfach nur eine Chemiehure. Dann haben wir hier noch Duarte. Auch chemietechnisch für Depay und Willems. Willems wurde auch geupgradet, jetzt auf einen Goldspieler. Linksverteidiger mit 4-Star-Skills, was ganz cool ist. Danilo wurde auch geupgradet auf 79. Ich habe die alle schon am 15.02., so 16.02., 14.02., wo die Upgrade-Karten gerade gekommen sind, gekauft. Deshalb nicht wundern, der ein oder andere deutlich zu teuer. So ein Danilo wird jetzt auch nicht mehr als der Abstoßpreis kosten. Oh doch, tatsächlich 2.500 noch drauf geboten, hätte ich jetzt nicht gedacht. Herrera, ziemlich günstiger Inform, kann man auch den normalen nehmen oder irgendeinen Portugiesen wie heißt die Liga Portugiese? Also da braucht man jetzt nicht unbedingt Herrera, ich habe mich mal für den entschieden, denn der hatte mir einen ganz guten Eindruck gemacht. Und dann in der Defensive, ziemlich OP, Coverseele und Mbodji, beide mit sehr gutem Tempo und mit recht guten Physical-Werten. Mbodji mit 87 Physical, 1,92 groß, Coverseele 1,87, also von der Größe geht's auch. Beide kosten so 50 bis 70k, ja, eher hier 50, 60k, kommt drauf an, wann man ihn kauft. So Sonntag sind die da meistens schon am günstigsten. Coverseele ist deutlich gestiegen, sehe ich gerade, auf über 100k. Krass, ich habe ihn für 70k bekommen und dann im Tor. Bizot ist 1,93 groß, non-rare, aber meine Güte, ist eigentlich egal. Solange Torhüter jetzt nicht komplette Krüppelwerte haben, recht guten Reflexwert haben und über 1,90 groß sind, kann ich mit denen eigentlich so sehr viel anfangen. Und dann möchte ich mal mit dem Team spielen. Kostet, glaube ich, so in der Summe, wie ihr es jetzt hier seht, würde ich sagen, so circa 300k. Ich weiß nicht, was Depay kostet. Ich glaube, ich habe für ihn 200k bezahlt. Der wird auch deutlich gesunken worden sein, weil ich ihn, glaube ich, am zweiten Tag oder so geholt habe. Ja, 80k, 90k werdet ihr ihn ungefähr bekommen. Also wenn man das Ganze zusammenzählt, so für 300k, solltet ihr das Team gut zusammenkriegen. Also ne, schnelle und sichere Münzen. MMOGA muss ich ja, glaube ich, nicht nochmal erwähnen. Ey, wisst ja, wo ich mir meine Coins besorge. Draußen gerade die Welt unter, what the fuck. Und ich würde sagen, ich starte hier einfach mal ein Online-Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in Liga 2 oder Liga 3 bin. Ich habe ein Spiel gewonnen, eins unentschieden und 3 verloren. Lag aber auch unter anderem daran, dass ich 2-mal gequittet bin. Einfach aus dem Grund, dass ich keine Zeit bzw. keinen Bock mehr hatte. Momentan habe ich wieder so eine Real Madrid-Phase, wo ich irgendwie nur mit Real Madrid-Trikots spiele. Ich weiß nicht warum. Habe ich aber irgendwie momentan Bock drauf. Hetz heißt das gegnerische Team. Oh, sehr schön mit Inform Guarin. Okay, das Team ist cool. Mit Upgraded Costa. Cooles Team auf jeden Fall. Upgraded Handanovic hat er nicht. Mit dem alten Guarin eben nicht außer BPL. Aber da kann er doch theoretisch den Guarin von Chelsea nehmen. Dann kommt er da doch auf volle Chemie. Na gut, Quadrado Chelsea. Der ist aber wahrscheinlich noch ein bisschen teuer. Inform Guarin finde ich richtig cool. Der wird übelst krasse Longshots haben. Den werde ich auch nochmal ausprobieren müssen. Ich mache mal hier einmal kurz mein Dings aus, meine Soundbox vom Headset. Muss ja nicht unbedingt sein. Und ja, ich habe es gesagt, Chicao ich für mich besser als Ibrahimovic. Damit lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster. Ihr werdet es hoffentlich in dem Part dann auch zu sehen bekommen, warum ich ihn so krass finde. So, jetzt haben wir ihn mal am Ball. Und da geht's auch schon direkt los. Guckt euch das an, Chicao. Er macht ihn fast rein. Er ist wirklich so übertrieben. Ich schiebe mal das Mikro hier noch ein bisschen weiter nach hinten. Chicao dreht richtig durch, wenn man ein bisschen skillen kann und sich ein wenig mit ihm einspielt, dann wird man merken, warum ich den so krass feiere. Quaresma jetzt erstmal mit der Ecke, da ist auch Chicao. Das ist auch 1,89 groß, das ist auch nicht so schwach. Danilo! Wow, was ein Tor!
Was ein Tor von Upgraded Danilo, der Silberverteidiger mit allen Werten über 70. Eben auch Schießen und Co. Was ein Brett von Danilo. Schönes Ding vom Rechtsverteidiger. Sowas muss ein Rechtsverteidiger auch mal können. Wenn er danach der Ecke steht, schönes Ding von Danilo. Und dann steht es auch mal direkt 1-0. Krasses Teil von Danilo. Gucken wir uns hier nochmal an. Schönes Ding. Zack, haut er den in den Winkel. Nichts zu machen, aber der ist ja mal kerzengerade da reingeflogen. Und ihr werdet sehen, Shikawi, das Heftige an ihm ist, er ist wirklich 1,89 groß, hat 82 Stärke und 93 Beweglichkeit. Und das sind halt so wirklich Ibrahimovic-Werte. Das Problem ist, Ibrahimovic hat keine 5-Star-Skills und ist deutlich langsamer. Das Geile ist ja, dass Shikawi noch 83 Pace hat. Ne? Oh, das war ein Pass, okay. Und ne, daher, das war jetzt nicht so stark. Vorsicht, 1-1. Na, verdammt. Quadrado, meine ich. Oh, cooler Jubel. Cooler Jubel, kenne ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Muss mich jetzt mal hier wieder ein bisschen konzentrieren. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit gelabert und dann durch Zufall ein Tor gemacht. Sonst gerät mir das gleich hier alles aus dem Ruder. Und das möchte ich natürlich nicht. 1-1 steht es jetzt hier schon direkt. Oh, Shermiti. Kimura mit 4 Sternen Skills. Also, geht auch. Einmal kurz die Seite wechseln. Wow. Willems. Mit Depay. Ah, es war abseits, verdammt. Okay, das Coole ist halt wirklich, wenn man sich so ein Skiller-Team machen möchte, man kann natürlich den normalen Depay nehmen, man kann auch den normalen Shikawi nehmen und man kann auch den normalen Cabaselo und Imbocci nehmen. Dann zahlt man vielleicht, weiß ich nicht, Shikawi-Inform würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil den normalen fand ich auch schon gut, aber finde den Inform deutlich besser. Hier werde ich wieder fast durchgekommen. Muss halt wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel über den spiele, weil ich euch da unbedingt eine Szene mit ihm zeigen möchte. Oh, der Pass war schön. Kommt Shikawi da hin? Ja, da kommt Shikawi hin jetzt noch. Ah, wird er noch gestoppt. Schade. Es ist halt wirklich geil, dass Shikawi dazu noch einen richtig anständigen Tempowert hat. Er ist jetzt keine Rakete. Aber dadurch, dass er eben so tanky ist. Oh, Costa. Boah. Was ein Tor. 2-1. 15 Minuten gespielt, 3 Tore. Diego Costa, krasses Ding. Was wollte ich sagen? Dadurch, dass Shikawi so tanky ist, ist es gar nicht so schlimm. Costa hat ja vom Tempo her ähnliche Werte wie Shikawi. Und den hat er mir aber richtig unter die Latte gehauen, krass. Oh, was ein Ding von Diego Costa. Heftig. Was soll er da machen, der Bizot? Oder wie er heißt, ich keine Ahnung, vielleicht wird er anders ausgesprochen, ich denke mal. Und so kann man eben auch eine Führung verspielen. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. So, Quaresma mal. Chermiti, da läuft, ja, Herrera, aber der soll auch eigentlich eher hinten bleiben. Jetzt muss ich aufpassen, dass Hazard mich nicht vernascht. Dürfte Freistoß geben. Ja, das ist immer so ein bisschen bitter. Also wenn man den Gegner schon nur so antatscht, der so ganz leicht berührt, gibt es schon direkt immer Freistoß. Finde ich immer ziemlich mies. Egal. Kechil, auf jeden Fall auch ein starker Innenverteidiger. Den spielt er mir aber in die Beine. Quaresma, nee, der passt mal nicht gut. War auch schwach getimt von mir. Handanovic raus. Vorsicht. Oh, den sollte Herrera aber bekommen. Zumindest den Freistoß gut. So habe ich den Ball auch. So, jetzt einen schönen Pass auf Depay. Na, das kommt nicht an. Verdammt. Der war gar nicht so schlecht. Ja, das Kopfballduell eigentlich ziemlich klar, dass ich das verliere gegen Diego Costa. Oh, lässt er mich hier mit Hazard alt aussehen. Komm schon. Oh, er kommt wieder zu. Nein. Puh. Kann ich von Glück reden, dass Cuadrado den da schlecht getroffen hat. Denn sonst wäre das ziemlich mies geworden. Cuadrado hat ja auch keinen schlechten Schuss. Oh Gott, was versuche ich denn da jetzt? Oh Mann, ey. Habe ich so schön nach 4 Minuten geführt, durch so ein geiles Tor. Und dann bin ich wieder viel zu unfähig, die Führung zu verwalten. Warum eigentlich einen Longshot von Guarin? Da kann man es natürlich gerne mal probieren. Ich habe ja schon gesagt, dass der krasse Longshots hat. So, ich stelle mal jetzt auf Offensiv. Vorne ein bisschen mehr Action am Start haben. So, Shikawi jetzt mal. Mal ein paar Easy-Skills raushauen. Ja, das war zu offensichtlich. Oh, schön. Von Imbocci. Ich liebe diese Silberverteidigung. Aber der Pass war schlecht, aber da ist er wieder. Jetzt noch. Nein, Vorsicht. Guarin, ja, wird da versuchen zu schießen. Ja, Danilo, sehr schön. Also Duarete. Nein, da kommt er hin. Den eigentlich in den Lauf nehmen müssen. Oh, schön. Ich liebe diese Silberverteidigung. Macht richtig guten Eindruck. Oh nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Beides mal die Grätschen. Jetzt bin ich hier hinten nicht geordnet, aber komm dann nochmal hin.
So, Chicago, den hat er schön mitgenommen. Und jetzt eben, er ist nicht langsam. Jetzt im Gegenteil. So, einfach mal mit so einer Finte. Depay, Elfer. Elfer oder Freistoß und Rot? Ja, Rot, dann gibt es aber nur einen Freistoß. Ist egal. Lieber eine rote Karte als ein Elfer. Rote Karte ist deutlich wichtiger. Schöner Pass von Chicago und dann Depay. Immer schön L2 drücken in den Zweikämpfen. Ist sehr wichtig. L2 drücken. Juan Jesus mit Rot. Wechselt da hoffentlich zumindest keinen Verteidiger ein. Dann habe ich da echt einen Vorteil. Wenn er versucht, die Offensive beizubehalten. Ja, ganz klar. Also ich hoffe, es gibt Elfmeter, aber ich meine nein. Sonst hätte er auf den Punkt gezeigt. Ja, gibt einen Freistoß. Den haue ich jetzt einfach mal mit Depay rein, würde ich sagen. Ah, jawoll! Depay mit einem Freistoßtor. 2-2. Also somit ein Tor und eine rote Karte. Das ist, ja, mehr als eine Doppelbestrafung. Schönes Ding, Depay kann auch relativ gut Freistöße schießen. Hat eine sehr hohe Schusskraft und den hier schön über die Mauer gezogen aus der Distanz. Ne, ich will ja jetzt nicht noch irgendwelche Taktiken verraten, weil das ist eigentlich ziemlich asozial. Ich mache es aber auch in Online-Liga zumindest. Ne, hätte einen auf die Linie stellen können, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Wer weiß. Somit steht es jetzt hier 2-2, aber der macht offensiv erstmal weiter. Wops, das war glücklich. Stand nur kein Spieler, der den Ball abnehmen kann. So, jetzt vielleicht ein Konter. Ja, jetzt ist da ein Verteidiger weniger. Kann ich hier schön immer gegen... Ah! Also muss ich jetzt versuchen, gegen die Laufrichtung zu gehen. Denn, wie gesagt, bei einem Innenverteidiger dürfte das nochmal deutlich einfacher werden. Jetzt ist hier wieder eine Riesenlücke. Depay. Ah, das wird jetzt witzig. Jetzt, wo er eine rote Karte hat. So, ziehen wir mal in die Mitte. Ah, nein! Nicht durchgekommen. Verdammt. Aber das Spiel dauert noch lange und mit einem Mann mehr dürfte ich da jetzt keine Probleme mehr bekommen. Jetzt ist er hier mit Diego Costa durch. Oh, das war nicht gut. Ja, nein. Komm da doch hin. Oh, 3-2 für den Gegner. Was ein Krüppelspiel. 43 Minuten gespielt. Das sah nicht gut aus von meiner Verteidigung. Da hat er, ist er irgendwie erst noch dazwischen gekommen. Ich meine, im Boggi war es. Und dann irgendwie völlige Unordnung. Ja, und dann kann ich beim Torwart wieder keinen Vorwurf machen. Aus der kurzen Distanz. Diego Costa hat einen guten Abschluss. Den timet er gut. Den setzt er da gut rein. Und dann steht schon wieder 3-2 für den Gegner. Unnötig. Aber wie gesagt, er ist ein Mann weniger und hat keinen defensiven Spieler eingewechselt. Von daher... Oh Gott, war das... Das war jetzt aber sehr vorhersehbar. Also das war echt nicht gut. So. Gucken wir doch mal, dass ich hier mal mit Chicago mal was hinkriege. Nein! Nein! Warum bleibt denn der Ball hängen? Vorsicht! Ja, ich muss wieder auf ausgeglichen machen. Ich kann hier nicht auf offensiv spielen. Kontert der mich zu krass aus. Versucht er hier mal zu skillen mit Quadrado. War aber dann mindestens ein Spieler zu viel im Weg. So, Konter. Oh, Duari. Ja, Quaresma läuft. Torwart holt er raus, den lupfe ich ihn rein. Komm schon, geh rein, geh rein, geh rein. Oh, kann doch nicht sein. Na, ah, da kommt er auch nicht hin. Schade, egal. Die Chancen sind da. Mit einem Mann weniger in der Verteidigung sollte ich das eigentlich hinbekommen. 3-2 steht zur Pause für den Gegner. Er spielt offensiv echt nicht schlecht. Aber, ne, das zeigt natürlich auch defensiv. Riskiert da sehr viel und steht da auch nicht gut. Aber ich stehe da auch nicht gut, obwohl ich einen Mann mehr habe. Macht meine Verteidigung teilweise komische Sachen. Obwohl ich die eigentlich nicht schlecht finde, muss ich sagen. Mit Mbodji und Capacele. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. In dem Spiel konnte sie mich jetzt noch nicht komplett überzeugen, aber war auch ein bisschen Pech dabei und Diego Costa und Hazard und Cuadrado ist natürlich auch keine schlechte Defensive, Offensive. Aber gut, der Gegner steht mit drei Leuten hinten, es sei denn, der wechselt jetzt irgendwas, was ich nicht hoffe. Ne, er steht weiterhin mit drei Mann, mit drei Leuten nur hinten. Sollte ich das eigentlich hinbekommen? Jetzt fährt hier ein Motorrad los, sehr geil. Egal, solange mache ich einfach mal was mit Chicago. Ungefähr so. Ungefähr so. Gefällt mir das doch. Ah! Na, Quaresma. Wunderbar. Jetzt vielleicht mal eine Flanke. Ja, nein! Schade. Chicago hat auch... Ich weiß gar nicht, was der für Kopfballwert hat, aber aufgrund seiner Größe sollten die gar nicht so schwach sein. Vermute ich zumindest mal. So, Danilo. Wunderbar mit L2. Oh, ich hätte den wegschießen sollen. Ich hätte den wegschießen sollen. Oh, ja. Bei ihm funktioniert es dann mit dem Trick auch nicht. Oh, einmal durch die Beine. Das war... Sehr nice. Mach erstmal, ich weiß gar nicht, so schnell ist der, glaube ich, auch nicht. So 83, 84 Pace sollte aber reichen. So, jetzt auf Chicago. Den kann er abschirmen. Nein. Oh, verdammt. Ach, und Diego Costa ist brutal. Krass.
rein. Nein, wie der da durchgeht. Puh. Aber er hat ja immer noch hier. Ramirez, ja, den will er auf Guarin legen. Nicht schießen lassen. Guarin, ne? Also, ich habe mir den auch gekauft, wenn ich... Ne, ich habe mir den gekauft, ja, in Form Guarin. Mir auch schon ein Team um den gemacht. Mit dem muss ich auch mal spielen. Ist er jetzt AFK oder was versucht er da? Ist er AFK? Oh, Deadpass. Ich weiß es nicht, kann es jetzt gerade schlecht deuten. Ich meine, nein, nee, nee, das sieht nicht nach AFK aus. Shikawi, nein. Ach, ich hätte die einfache Variante mit Schießen nehmen sollen. Jetzt, glaube ich, hier gerade in Konter. Oh, was eine Grätsche. Nein, 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 mit wie vielen Leuten ist der denn vorne? Spielt der auf sehr offensiv? Ist der krank? So. Nein. Oh Gott. 4-2, was hat der denn für eine kranke Offensive? Spielt der auf sehr offensiv oder was? Krass, wie viele Leute der vorne hat. Ja, ich muss das jetzt mal besser ausspielen. Ich muss das jetzt mal definitiv besser ausspielen. Diese. Oh. Also das geht mir gerade... Das nervt mich gerade. Schon ziemlich. Dass der hier mit einem Mann weniger gegen mich führt. Ärgert mich. Oh, Shikawi. So, da geht er durch. Nein! Er macht ihn nicht! Nein, Shikawi! So schön da durchgegangen. Und dann verlässt er mich. Ach, Mann. Ich tackle aber auch zu viel mit R1, dass ich dann zweiten Spieler... Ja. Jetzt will er es auf einmal mit Guarin probieren. So. Ja, hier. Ne, Shikawi ist nicht langsam. Definitiv nicht. Oh, einfach vorbeilaufen. Funktioniert das? Ja, funktioniert. Sehr schön. Anschlusstreffer Shikawi. Ist eben OP. Einfach kurze Ecke vorbeilaufen. Das ist so asozial. Es tut mir auch leid, dass ich mit Shikawi, den ich so hoch angepriesen habe, so ein Gammeltor mache im Endeffekt. Aber ich bleib dabei. Shikawi ist für mich dieses Jahr besser als Ibrahimovic, denn Ibrahimovic hat einfach kein Tempo und fühlt sich irgendwie so ganz hakelig an. Keine Ahnung. Das gefällt mir bei Shikawi deutlich besser. Und, ne, 5-Star-Skills ist eben auch nochmal ein ganz großes Thema. So, und er pfeift... Was? Er pfeift für ihn sogar, okay, krass. Aber danke für den Ball auf jeden Fall. Könnte ja doch noch vielleicht zum Vorteil werden. Ah, der Pass war kacke. Bewegt da aber auch nicht wirklich einen hin. Oh, das war gut von Quaresma. Das war sehr gut. Gibt den Freistoß. Ja, jetzt komm, schnell ausführen. Der hat hinten fast gar keine Leute. Also hat er auch so nicht, aber... So, Depay. Nein, warum nimmt er den denn so mit? Den kann er doch mit einer ganz einfachen Schusstäuschung mitnehmen. Nein, Ramirez hat Pace. Zu viel Pace. Viel zu viel Pace. Oh, nice. Komm, krieg ihn noch. Na, verdammt. Aber schön, dass da, ich glaube, Mbodji noch hingekommen ist. Oder kann auch Kabasele sein. Um ehrlich zu sein, sind die beide schwarz. Ich kann sie nicht erkennen. Es tut mir leid. Es ist nicht rassistisch gemeint. Es ist einfach so. So, jetzt erstmal, ach Gott, Vorsicht, sehr schön, einer von den beiden wird es wieder gewesen sein. So, jetzt auf Schieb, nein, was ein schlechter Pass. Macht er da irgendeinen Rambazamba, er zieht auch noch den Verteidiger, einzigen Innenverteidiger, den er hat, so weit raus. Das ist echt provokant, wie der spielt. So. Jetzt aber mit... Nein, Ramirez, du alte Pace-Hure. Oh, Mann. Ach, Junge, Ramirez ist so bitter. Einfach irgendwie 89 oder 88 Pace. Er will unbedingt mit Guarin. Er will's unbedingt. Und nein, er schafft es wahrscheinlich auch. Oh, Bizot. Bizot. Keine Ahnung. So, jetzt wieder Shikawi schicken. Oh, Gott. Kommt noch zu ihm. Jawohl. Ja, genau so. Genau so. Oh nein, nein, das hat nicht funktioniert. Oh, noch nicht mal den Einwurf kriege ich. Was ist denn hier los? Also es ist riskant, gegen den offensiv zu spielen, weil dann hat er da vorne so eine heftige Überzahl, zumal seine Spieler auch alle so krank schnell sind. Verpisst euch doch. Ah, oh, jetzt Konter. Jetzt lauf mit da. So, jetzt kann ich durch die Mitte spielen. Shikawi. Der wurde gehalten. Der wurde gehalten, das hat man gesehen. Ohne Witz, das hat man gesehen, dass der gehalten worden ist. Ist egal, muss jetzt weiterspielen. Oh, schön von Willems. Nein! What the fuck? Sollte eine Schusstäuschung werden. Egal. Ist ja noch gerade so gut gegangen. So, da ist eine Lücke. Ach du Scheiße.
Oh, ich will hier noch den Ausgleich machen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Jemand in Unterzahl gegen mich gewinnen zu lassen, das... Nee, will ich nicht. Oh, Danilo, super. Macht ein geiles Spiel. So, jetzt aber. Oh, was? So, ein Freistoß, ey. So. Wenn er jetzt wieder keinen auf die Linie stellt, dann... Ja. Bitte hau einen raus. DePay, ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott. DePay, DePay mit dem Doppelpack. Geiles Ding von Memphis DePay. Oh, die Freistöße sind so OP. Wenn man die einmal raus hat, dann sind die so geil. Memphis DePay. Oh, was ein Spin der Ball hatte. Krank. Was ein Spin der Ball hatte. Und Handanovic ist, glaube ich, 1,96 groß. Wie soll er da dran kommen? Unnormales Ding von Memphis DePay. Der macht einfach einen Freistoß-Doppelpack. Ah, endlich, ey. Endlich. Also es wäre auch nicht gegangen, wenn jemand in Unterzahl mich einfach hier frisch macht. Das hätte mich auch, glaube ich, leicht aufgeregt. Schönes Ding von Quaresma nochmal. Ah, der hat noch Bock, der Quaresma. Da läuft auch der Shikawi mit. Das sieht alles sehr geschmeidig aus. Und zu weit vorgelegt. Oh, DePay. Stark. Ja, Shikawi. Oh mein Gott, 5:4. 90. Minute ist das Luck. Alter, ist das glücklich gerade. Egal, 5:4, wer hätte das gedacht am Ende? Shikawi, der Gegner wird sich so aufregen. Diese Grätsche von DePay hat's gerettet. Und dann, glaube ich, Duarete auf Shikawi. Und ich hab's euch gesagt, Shikawi ist krank. Der hat auch einen heftigen Schuss. Shikawi bockt sich auf jeden Fall. Leider jetzt in dem Spiel, obwohl er 2 Tore gemacht hat, jetzt nicht irgendwelche kranken Sachen gemacht. Trotzdem, ihr seht es, Shikawi hat schon Potenzial, ne? Also muss man ganz klar sagen. Vielleicht geht er jetzt hier nochmal durch. Ah, wenn ich ein bisschen besser skillen könnte, ne? Dann würde das vielleicht auch noch ganz anders aussehen. Also wenn ihr kranke Skiller seid, dann viel Spaß mit Shikawi. Das wird bestimmt witzig. Wobei ich denke mal, die Hardcore-Skiller unter euch, die werden sich den schon geholt haben. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei. 5:4. Eieieiei, krank. Krank, krank. Doppelpack durch DePay. Doppelfreistoßpack. Freistoßdoppelpack durch DePay. Ziemlich geil. Shikawi auch mit dem Doppelpack. Und dann noch dieses Tor von Danilo. Also sind echt schöne Tore gefallen. Aber auch beim Gegner dieses Ding da von Costa unter die Latte. Hier haben wir nochmal den von Danilo. Boah. Schönes Teil. Also das Tor da von Costa fand ich auch nicht schlecht. Was ist da hergefahren? What the fuck? Ja, Shikawi mit dem Doppelpack, Vorlagen, Duarte und Herrera. Im Endeffekt doch alle eine ganz gute Bewertung bekommen. Quaresma ein bisschen blass geblieben. Aber DePay und Shikawi haben dann da vorne echt schon gerockt. War auf jeden Fall geil, 5:4 gewonnen, auch für die Saison relativ wichtig. Ne, muss man ja mal hier in der Liga bleiben. Ich meine, das ist Liga 2. Ich hoffe, das ist jetzt nicht Liga 3 gewesen. Wenn nicht, bin ich schon wieder abgestiegen. Ne, Liga 2. Jetzt 2 Niederlagen in Folge. Habe ich beides mal gequittet, weil ich... Einmal musste ich, glaube ich, essen und das andere musste ich los. Bitter. Ist Shikawi... Ne, Shikawi war in dem Team of the Week davor. Morgen gibt es ja wieder Neues. Ich bin mal gespannt. Da haben wir bestimmt noch das ein oder andere Geile. Hier sehen wir gerade Müller. Den habe ich auch schon gezogen. Auch ziemlich nice. Und, das war übrigens der 300. Sieg. Na, sieh mal an. 300. Sieg. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Macht's gut. Ciao, Leute. Und, Shikawi in Form kann ich nur empfehlen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.